Hallo, liebe Fotofreunde. Dieses Mal ging es ganz schnell. Ich habe sofort nach dem Video gestern E-Mails erhalten, wie das dann wirklich funktioniert, wenn man verschiedene Hintergründe für Porträtfotos definieren möchte in dem Porträt Pro 19. Und genau das werden wir uns heute ansehen. Heute möchte ich euch das Endergebnis vorneweg schon zeigen. Ich werde das jetzt löschen und noch einmal mit euch definieren im Porträt Pro. Also wir beginnen immer mit einem Bild, das wir öffnen wollen. Ich suche mir ein Bild aus, das mir dazu gefällt. Ja, nehmen wir dieses Bild 7735. Das habe ich ja schon getestet, dass hier der Hintergrund sich ganz einfach ersetzen lässt in jede Art von Hintergrund, die dir besser für dieses Porträt gefällt. Das erste wieder Gesichtsformregler bitte ausschalten. Wir wollen die Gesichter nicht verändern. Die Hautglättung brauchen wir auch nicht so stark bei Sandra. Das habe ich gestern schon so gesehen. Hautbeleuchtung lassen wir einfach, wie es von der Intelligenz der Software vorgeschlagen wird. Make-up lassen wir so. Die Augen könnten wir ein wenig weißen und reinigen, beziehungsweise den Aufhellbereich etwas verstärken und die Iris ein wenig aufhellen. Nicht zu viel, es soll nicht ins Auge fallen, es soll wirklich nur ein Eizerl sein, wie man in Wien sagt. Eine Kleinigkeit. Und Mund, Nase bleibt, wie es ist. Haare bleiben auch so und wir kommen schon im Prinzip zur Ganzseitenvorschau und zu dem Menüpunkt Schichten. Wir wollen hier die Hintergrundmaske definieren und wie ich schon getestet habe, das ist bei diesem Bild sehr einfach möglich. Wir haben hier ein paar Flecken, die wir korrigieren müssen, im Vordergrund genauso wie im Hintergrund. Das heißt, ich klicke mal auf den Button Vordergrund füllen und fahre mit dem Pinsel dort einfach drüber, wo der Vordergrund nicht stimmt. Gleiches gilt für den Hintergrund, zwischen den Beinen hier ein bisschen den Hintergrund noch aktiver hier mit einem Klick definieren. Und im Prinzip könnten wir jetzt schon hergehen und sagen, okay, wir wollen jetzt zum Beispiel einen einfärbigen Hintergrund und wir wählen hier die Farbe aus. Das kann natürlich jede Farbe sein, von Grün über Blau bis Violett und Rot, je nachdem, was einem hier gefällt. Auch die Transparenz kann hier frei eingestellt werden. Ja, das wäre zum Beispiel für ein Plakat recht interessant. Wäre sehr plakativ, dieses Bild von Sandra mit dieser Hintergrundfarbe. Wir wollen allerdings in unserem Fall das wieder ausschalten und wollen eine Hintergrundbildebene, ein Bild auswählen. Und hier gibt es wirklich ganz verschiedene Möglichkeiten, die schon mit dabei sind. Hier hätten wir ja so richtige Bokeh-Kreise, die natürlich auch hier wieder von der Deckkraft her verändert werden können. Aber ich wollte ja hier einen Planeten im Hintergrund sehen. Das heißt, wir müssen hier zunächst einmal den richtigen Ordner auswählen, wo diese Planeten zu finden sind. Hier habe ich einen Ordner für Backgrounds und da haben wir die Planeten und egal,
welcher Planet? Die sind alle sehr schön, aber diesen habe ich hier, den Jupiter, zuerst gehabt. Und nehmen wir den wieder, öffnen und den einen Hintergrund wieder ausschalten. Dann haben wir nur mehr den Planeten. Und jetzt können wir auch hier wieder die Deckkraft ein wenig verändern, so wie es uns gefällt. Dann müsste ich noch einmal in die Hintergrundmaske gehen, weil ich möchte hier noch Details finden. Das mache ich hier immer zum Abschluss, dass ich noch einmal über die Umrisskanten kurz mit dem Pinsel drüber fahre, sodass die Umrisse zum Hintergrund natürlicher aussehen und die Kanten nicht irgendwie dann mit einem Pixel hier übersteuern. Hier sieht man es besonders schön hier bei den Haaren. Aber einfach kurz mal mit dem Pinsel drüber fahren, dann passt das. Vordergrundfüllen möchte ich hier auch noch etwas ändern, da sehe ich, da müssen wir noch genau aufpassen, ja. Hier dürfen wir nicht schlampig sein. Und jetzt bin ich mit der Maske mal zufrieden. Gehen wir noch einmal zum Hintergrund und es gibt auch die Möglichkeit, einen Vordergrund zu definieren. Das wollen wir auch hier noch tun. Wir können die den Hintergrund und Vordergrund hier noch verändern. Nämlich die Bildhelligkeit verstellen, die Kontraste verstellen, Schwarztöne verstellen. Das gleiche können wir bei den Hintergründen machen. Kontraste erhöhen, Bildhelligkeit ändern, Farbtemperatur einstellen und sogar eine Tönung zum Beispiel durchführen. So, das gefällt mir ganz gut. Sagen wir mal okay. Man sieht das Bild im Prinzip auch immer schon mit vorher und nachher, ob uns die Veränderungen gefallen. Und mir gefällt das Foto von Sandra besonders gut mit diesem Farbhintergrund. Und dann kommt noch die Auflage hinzu, die wir extra noch definieren wollen. Ich nehme auch hier die gleiche, wie ich es vorneweg schon vorgestellt habe. Verschiebe das Ganze nur ein wenig zu den Händen und mache das Ganze transparenter, sodass es nicht zu übertrieben wird. Okay, der letzte Abschluss wäre dann noch über, indem wir das Bild noch einmal kurz eventuell bei den Schatten aufhellen, Schwarztöne nochmal mehr betonen, eventuell Kontraste ein wenig erhöhen, aber auch ein bisschen weniger Kontrast kommt jetzt gerade ganz gut, aber das ist jetzt Geschmackssache. Die Sättigung könnten wir ganz, ganz wenig erhöhen, wenn wir es sehr farbintensiv wollen oder wir nehmen auch hier ein bisschen Farbe weg, dann wird das Ganze irgendwie ein bisschen, ja, wie ein Druck, eigentlich schon wie ein Kinoplakat. Die Farbtemperatur könnte auch hier ein bisschen kühler werden und
eventuell noch Glanz dazugeben, ein klein wenig. Und dann ist unser Bild fertig. Das Ganze wird dann abgespeichert, indem man auf die Diskette klickt. Dann kann man auswählen, ob man das Ganze als JPEG, als TIFF oder als PNG abspeichern möchte, wie hoch die Qualität sein soll. Und dann wählt man nur mehr aus den Ordner, den man festlegen muss. Und ich wechsle jetzt einmal in meinen Temp-Ordner und vergebe hier einen Namen. Sandra, das Bild Nummer 2, speichern. Und schon haben wir in ganz wenigen Minuten einen ganz anderen Hintergrund aus dem Shooting hier durch das Portrait Pro Foto Bearbeitungsprogramm definiert. Und ich arbeite sehr gerne damit. Wenn es euch weiterhin interessiert, werde ich euch hier auch wieder das eine oder andere Mal etwas zeigen. Und wenn euch das gefallen hat, Daumen hoch, unten abonnieren, nichts mehr versäumen, auch die Glocke anklicken beim Abonnieren, damit ihr immer sofort informiert seid, wenn es neue Videos gibt.